Das Foto ist schon reichlich verblichen, doch Maria Sarnacki kann sich noch gut an den Augenblick erinnern, als Queen Elizabeth II. 1969 mit ihrem Sohn Charles auf den Balkon von Schloss Caernarfon trat. Die Königin hatte den Thronfolger gerade in einem archaischen Ritual zum Prince of Wales gemacht. Einen Titel, den der jetzige König Charles III. An seinen ältesten Sohn William weitergeben will. Doch dagegen regt sich Widerstand. Es wird uns ein Prince of Wales von dem neuen König auferlegt. Dabei ist zu bedenken, dass dieser Titel geschaffen wurde, um ganz klar zu machen, dass wir als Volk erobert wurden. Hintergrund ist die blutige, jahrhundertealte Geschichte des Titels. Ursprünglich waren die Prinzen von Wales Waliser, bis im 13. Jahrhundert der letzte, nach der Eroberung durch England getötet und sein Kopf am Tower von London ausgestellt wurde. Der englische König Edward I. ließ daraufhin Schlösser in Wales bauen, unter anderem Caernarfon. Dort wurde sein Thronfolger geboren, dem er den Titel Prince of Wales verlieh, eine Tradition, die sich bis heute fortgesetzt hat. Eine Petition, den Titel abzuschaffen, fand bereits mehr als 25.000 Unterschriften. Er sei eine Beleidigung für Wales und ein Symbol für die historische Unterdrückung, heißt es darin. Maria Sarnacki, die das historische Foto des jungen Prince of Wales als Schülerin machte, ist heute Bürgermeisterin der Schlossgemeinde im Norden von Wales. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Viele wollen, dass ein Waliser diesen Titel tragen sollte. Ein Waliserprinz. Wir müssen einfach abwarten, was sich da entwickelt. Sarnackis verstorbener Bruder war 10 Jahre lang Butler der Queen und habe die Königin verehrt, sagt sie. Aber jetzt sei die Zeit für einen Wandel gekommen.